auch bei den Nachwuchsadlern auf der Schanze in Füssen. Höher, schneller, weiter, das ist die Devise, denn heute zählt's. Und na klar, die Aufregung ist dementsprechend groß. Ich bin aufgeregt vor dem Wettkampf. Also ich bin eigentlich fast vor jedem Wettkampf sehr aufgeregt, weil man nicht wissen kann, welcher Platz man wird, es sei denn, man springt allein. Und das ist heute auch für uns alle, also für die meisten, der erste Teamwettbewerb, den wir in unserem Leben haben. Die guten Leistungen der letzten Tage beim heutigen Teamspringen zu bestätigen und hier und da noch den ein oder anderen Meter weiterfliegen, das ist das Ziel. Doch mindestens genauso wichtig, heute ist Teamgeist gefragt, denn nur gemeinsam kann ein gutes Ergebnis erzielt werden. So ein Wettkampf schweißt natürlich extrem zusammen. Und man siegt miteinander und man verliert auch miteinander. Und wenn man dann wirklich die Kinder dann sieht, und das werdet ihr Nachmittag oder nachher auf Mittag sehen, wenn die Siegerehrung dann was dann für Emotionen losgehen. Und das hat man eigentlich nur im Teamwettkampf. Auch heute wieder mit dabei ist Nathalie Armbruster, Gewinnerin des Einzelspringens. Sie trat mit ihren Kollegen aus dem Regionalteam Schwaben an. Nach guten Sprüngen in Durchgang 1 braucht es in einem denkbar knappen Wettkampf einen letzten gelungenen Sprung, um den Gesamtsieg beim Bundesfinale einzutüten. Und tatsächlich, 19 Meter reichen den Schwaben. Die Erleichterung und Freude sind nicht zu übersehen. Also er hat mir Spaß gemacht, weil ich finde, das Team, das ist schon was, dass man gemeinsam springt und nicht jetzt gegeneinander, weil wir sind ein Team und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass wir immer zusammenhalten. Die Freude, dass wir jetzt alles gewonnen haben, ist natürlich schon größer als, aber ich habe mich schon ein bisschen geärgert, weil meine Sprünge, dann der Probedurchgang, der war auch besser als die Wettkampfsprünge. Aber ich möchte auch ein großes Dankeschön an unsere Trainer sagen. Ähnlich gut lief es für das Regionalteam Vogtland-Oberlausitz, die sich dank starker Sprünge und überragenden Haltungsnoten den Tagessieg sichern konnten. Das hätte man auf jeden Fall so nicht gedacht. Podest vielleicht, aber erst auf jeden Fall nicht. Heute früh bin ich aufgewacht und da habe ich auch gedacht, ja, vielleicht Zweiter oder Dritter, aber Erster bestimmt eh nicht. Die Entscheidungen bei den Nachwuchsadlern sind gefallen. Was bleibt, sind glückliche Sportler und tolle Erinnerungen.